Was machen wir denn jetzt? Oder geht das jetzt? Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich. Nanu, die Yaki scheint wie hypnotisiert von den 5 Minispots. Vielleicht halten sie ihn für etwas zu essen, aber so ganz scheinen sie sich nicht aus dem Nest zu trauen. Ich sollte nach den restlichen beiden Ausschau halten. Vielleicht trauen sie sich ja gemeinsam. Ja toll, wie soll ich die restlichen zwei dann kriegen? Die Blume können wir auch nur anschauen. Irgendwann wird auch die welken. Ja. Ich lasse sie besser wohl bei mir gehen, Ben sagt. Was haben wir denn hier noch? Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe. Und mein Rücken auch. Kommt ganz gut hin. Ja, das wäre ein hervorragender Platz für die Kerze. Ehrlich? Und jetzt die Kerze anmachen. Und los geht's, Spot. Ah! Und er kommt raus. Okay. Kann man wahrscheinlich nicht mal mitnehmen, ne? Ich lasse sie lieber hier. Ich will nicht, dass sich noch ein Yaki unter dem Bett einnistet. Na klar. Was? Wer wagt es mit? Hallo nochmal. Du was willst du? Siehst du? Wieso? Was los? Mir wurde eine Pers, wenn du hörst. Okay. Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Was ist da? Vielleicht schläft er jetzt oben. Nee. Was? Hallo nochmal. Du was siehst du? Wieso? Was los? Mir wurde eine Pers, wenn ich hörst. Bis später. Hey, das vergisst niemand. Ich quitsch nicht mehr. Okay, das hat schon mal geklappt. Das ist der. 4. Warte mal. Versuch mal was. Nee. Ich bin überfordert. Wie kriegen wir den da weg? Jetzt dann machen? Okay, dann verschwindet er auf jeden Fall wieder. Mach ich mal kurz wieder alle an. Was ein bisschen lange dauert. Ja. So. Die restlichen Kerzen. Immer noch 4 Stück. Bestimmt Quatsch wieder dasselbe. Guck mal, Spot, ich habe.
Nanu, die Jacke scheint... Vielleicht halten sie ihn, aber so ganz scheinen sie sich nicht... Ich sollte nach dem letzten Ausschau halten. Vielleicht trauen sie sich ja gemeinsam. Aber wie kriegen wir den denn da weg? Wie? Ja, jetzt taucht er wieder auf. Was machen wir denn jetzt? Das bringt ja nichts. Nein. Nein. Stand da noch irgendwo was? Jacki, Kerze. Was, Kerze? Wegweiser. Okay. Durchgang verboten, Zutritt untersagt, kein Schritt weiter, Sperrgebiet, draußen bleiben, Jacki-Gebiet. Mhm. Durchgang verboten, Zutritt, Jacki. Ich lasse die Schilder lieber hier. Irgendwem scheint offenbar sehr viel daran gelegen zu sein, dass sie hier stehen. Okay. Alles nur Kerzen. Das ist Mulachais Hütte. Hat er noch was zu sagen? Oder hatten wir noch irgendwas? Nee. Ups. Kann ich mir einen von deinen Töpfen mitnehmen? Das geht leider nicht. Ich besitze nicht viel. Ich habe nichts, was ich entbehren könnte. Wenn ich mein Handy wegschmeiß. Was soll denn? Hat er noch irgendwas? Wie war das noch gleich mit den Jackis? Es gibt genau 5. Sobald sie im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Wie war das noch gleich mit den Jackis? Es gibt genau 5. Sobald sie im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Okay. Bis später. Wir müssen ja gucken, dass der da nicht mehr rauskommt. Und wieso vergesse ich immer so oft Spots andere Form? Vielleicht. Verstopfen wir das einfach mal. Und ärgern jetzt den Jacki wieder. Ah, guck mal.
Okay. Das funktioniert schon mal nicht ganz. Vielleicht muss Damit kann ich hier nichts machen. Ausrichten. Vielleicht. Machen wir mal nochmal Kerzen an. Achso, Spot. Ach, ich kann Spot gar nicht nehmen jetzt. Was kann ich denn jetzt machen? Also er verschwindet dann jetzt wieder. Was haben wir jetzt eigentlich noch in der Mitte? Ich wüsste nicht wozu. Die Schilder dienen offenbar nur zur Abschreckung. Okay. Vielleicht mit der Axt? Warum nicht? Okay, das sollte jetzt klappen. Ist ja gemein. Na, guck mal. Es hat funktioniert, es läuft ja dahin. Wir sind schneller. Doch nicht. Lauf mir mal hinterher. Komm, Spot. Alle fünf, okay. Jetzt geht das aber. Schneller, Spot. Guck mal, Spot, ich habe neu. Ja. Aha. Nanu, Yaki scheint wie hypnotisiert von den fünf Minispots. Na dann kann es ja losgehen. Okay, die Kerzen haben wir alle ausgemacht. Wir springen. Die Musik dazu, ne? Wie das aussieht. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. So. Okay. Der Taktstock. Na gut, aber mit welchem Yaki soll ich anfangen? Warte mal. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche oben. Mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Oben, unten. Also. Ich würde sagen links, unten, rechts. Nee.
So kam es, dass Cedric seine Reise auf dem Rücken des riesigen Vogels fortsetzte, der einst eine Insel war. Schließlich hatte er Kalida gefunden. Was ist passiert? Bin ich tot? Nein, Cedric. Du schläfst nur. Ich weiß, du bist nicht wirklich. Das alles hier ist nichts weiter als ein böser Traum. Ich bin realer, als du denkst. Schon sehr bald werden wir zusammentreffen. Und dann wirst du deine Bestimmung erfüllen. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Du glaubst noch immer, dass du es aufhalten kannst. Aber alles, was du erreichst, ist Zerstörung. Jede deiner Taten bringt dich dem Ende näher. Nein, du lügst. Das ist alles deine Schuld. Es ist bald soweit. Das Ende steht kurz bevor. Erwache! Kapitel 3. Wo bin ich? Ist das immer noch mein Albtraum? Das ist doch Corona. Sinusbot, Kalida hat uns fast bis zum Schloss gebracht. Aber wie sollen wir da bloß hinkommen? Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Beende Kapitel 2. Kalidas Erwachen. Schon krass, dass Kalida die Insel ist. Oh Mann. Hier gibt es nur Steine, Trümmer und Trostlosigkeit. Aber schon geil. Nein, danke. Mir liegen schon mehrere Steine im Magen. Aber mitnehmen. Okay. Was ist das? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge hasse. Scheint nicht. Was haben wir denn da? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel. Ja. Nichts. Natürlich haben wir wieder die ganzen Items verloren. So wie immer. Aber erstmal speichern wir mal ganz kurz. Ich muss nochmal kurz was machen. Option. Effekte, die waren ganz schön laut eben. So. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Wie sich das bewegt, sieht auch geil aus. Hebel. Okay. Ach, nimm ihn dir mal mit. Himmel, wenn ich gewusst hätte, dass Weltretten so kompliziert ist. Oh, Hilfe, gibt es dafür auch irgendwo eine Anleitung? Wahrscheinlich nicht. Betätigen wir die einfach mal, ne? Passiert eh nichts. Das hier sieht geil aus. Ach, doch nicht. Doch. Okay. Ich hab's verstanden. Das sind die Dinger, die wir bewegen, die da unten sind. Okay. Wenn ich den hier bewege. Guck jetzt mal das Tor an. Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Und statt einem Schloss gibt es nur dieses Bild von einem Totenschädel. Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Vielleicht lassen sie einen nur hinein, wenn man jemanden umgebracht hat. Oder selbst tot ist. Hey da, unbekannte Erbauer des furchteinflößenden Tores. Ein deprimierter Clown und seine treu-doofe Haustierraupe fordern unverzüglich Einlass. Na, wenn sie jetzt nicht aufmachen, dann weiß ich auch nicht.
Nein, diese Tür ist zu. Aber gut, dass ich es ausprobiert habe, denn immerhin weiß ich es jetzt. Und dieses Wissen tröstet mich über die Tatsache hinweg, dass mein Arm jetzt ausgekugelt ist. Ah. Wir müssen das Bild hinkriegen. Mit Sicherheit. Was quatscht ihr zwei denn?